Ton ist nicht perfekt. Bild geht, du kannst ruhig trinken. So. Bild geht einigermaßen. Ich habe den legendären Benny Grund, den schönsten Analytiker, endlich bei mir an der Seite vor der Schrankwand. Und wir dachten, wir machen einfach mal, ist natürlich alles frei, ist wie immer bei uns nicht jetzt konzeptionell erarbeitet nach dem Plan. Wir machen mal ein bisschen freien Video zu ja, der Entwicklung von Hertha jetzt unter Pal Dardai. Ich meine, jetzt sind 9 Spiele um. Kann man sagen, das erste Viertel der Saison ist um. Jetzt ist Länderspielpause. Man sieht auch wirklich eine klare Entwicklung und geben mal so ein bisschen von Anfang bis Ende durch. Was hat sich schon getan? Was ist vielleicht da auch drin? Und was muss vielleicht noch sich verändern, verbessern? Also so einen kleinen Rückblick plus Ausblick können wir mal machen, oder? Sollten wir machen, weil ich finde, dass die 9 Spiele plus Vorbereitung voll interessant sind, weil sich ja nach dem 3. Spieltag einfach voll viel getan und verändert hat. Ich weiß noch, wo wir in der Vorbereitung eigentlich übelst verzweifelt schon gefühlt vor den Taktiktafeln saßen und gedacht haben, ey, was machen wir mit dem Kader? Da fehlt noch einer, da fehlt da noch einer. Überall fehlt noch einer. In jeder Aufstellung war 8-mal Diego Demme drin, der am Ende gar nicht gekommen ist. Aber es ist schon krass und das ist mir dann auch nochmal beim letzten Spiel auf Schalke bewusst geworden, wie krass zum Beispiel die beiden Teams sich von der Spielanlage mittlerweile unterscheiden. Also was bei Hertha gut gelaufen ist und was im Gegensatz dazu bei Schalke, wo man eigentlich gedacht hat, boah, krasser Kader und gefestigtere Strukturen, als bei Hertha, wie weit das mittlerweile einfach auseinander ist und wie viel besser Hertha eigentlich im Endeffekt gearbeitet hat als Schalke nach Spieltag 3. Ja, können wir eigentlich auch nochmal, können wir morgen gucken, wenn wir Zeit finden, morgen, bist ja morgen auch noch hier, können wir vielleicht noch ein Video für Knife machen, über Schalke jetzt mit dem neuen Trainer, ist vielleicht auch ganz interessant. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei Hertha, also wir haben ja angefangen und das, was ich mir früher, einfach nur, weil ich ja nicht wusste, wie wird er da agieren, mal vorgestellt habe, Richter in die Zentrale, war ja relativ schnell klar, dass das Pal so umsetzen wollen würde. Ne? Also ich weiß gar nicht mehr, er hatte das, glaube ich, geäußert und dann hat er ja da auch in der Vorbereitung immer gespielt. Mhm. Aber man hat dann, also ich glaube, du hast von Anfang an das kritisch gesehen. Mhm. Ich habe so gesagt, lass mal probieren, weil er ja seine Stärken hat, wenn er in der Zentrale zum Abschluss kommt. Nicht als der Verbindungsspieler, aber zumindest im Abschluss. Eigentlich eher dann vielleicht auch als hängende Spitze noch. Mhm. Und wenn er noch einen Zehner hinter sich hat, der den entscheidenden Pass spielen kann. Man hat aber eigentlich, wir haben ja viele Testspiele dann auch geguckt. Eigentlich, du hast alle, glaube ich, sogar gesehen auch. Ich habe alle gesehen, ja, leider. Und da hat sich ja eigentlich schon rauskristallisiert, dass er die Rolle eigentlich nicht erfüllen kann. Aber soll jetzt nicht nur so um ihn gehen. Und da hatten wir ja dann immer formationsmäßig, was haben wir denn da gespielt eigentlich? 4-2-3-1. 4-2-3-1, ja. Immer, also auch mit einem sehr klaren Zehner. Gegen den Ball war es immer ein 4-4-2 flach. Mit in der Vorbereitung relativ großen Abständen und halt. Es hat sich aber bis zum 3. Spieltag, auch fernab von der Personalie, Marco Richter, hat sich das so krass durchgezogen, dass du es einfach ultra positionsgetreu gespielt hast. Also es war immer linker Flügel ist linker Flügel, Rechtsverteidiger ist Rechtsverteidiger, Linksverteidiger ist Linksverteidiger. Und so war der Spielaufbau, so war das Spiel mit dem Ball generell in allen Linien. Und bin ich ganz ehrlich, nach dem Hamburg-Spiel, wir haben es ja zusammen geguckt, habe ich gedacht, ach du Scheiße, wenn das jetzt so weitergeht, steigt Hertha ab. Ja, also ich hatte große Sorge, nicht nur wegen der Ergebnisse, wir hatten da kein Tor geschossen bis dato. 0-5 Tore, 0 Punkte nach 3 Spielen, was von den Gegnern, was ja alles erstmal okay wäre, wenn man sieht, ey, guck mal, die versuchen da was, das klappt aber noch nicht, die Abstimmung passt noch nicht, aber da war ja gar nichts. Und wie du schon gesagt hast, dieses Positionsspiel, das war ja gruselig. Also Rehse beispielsweise, der konnte ja gar nicht seine Stärken ausleben, weil er ja wirklich geklebt hat auf der Außenlinie links. Genauso wie Winkler rechts, bis dahin ist der Ball ja gar nicht gekommen. Mhm. Also da gab es dann ab und an mal 1-gegen-1-Duelle, wo er sich dann durchgetankt hat. Er ist ja jetzt auch nicht der Dribbelkönig, sage ich mal. Er bringt ja nicht die, also nicht negativ gemeint, aber er bringt ja jetzt nicht eine Ballführung mit wie der größte Dribbling-Künstler, sondern ist ja viel durch Kampf und Durchsetzungswille. Aber ansonsten kam er da nichts. Also da gab es ja selten das, was ihn ja bei Kiel so stark gemacht hat, dieses nach innen verschieben oder wie ihr immer sagt, abkippen in die Mitte, diese Laufwege mal zu machen, dass dann auch der Ball da mal hinkommt und vielleicht auch, dass der Außenverteidiger nachschieben kann, dass der dann Platz hat, weil Rehse eben in die Mitte zieht. Das gab es ja alles gar nicht. Und es ist halt ganz interessant, weil man sagt ja immer, wenn du kein, das war ja bei der Hertha der Fall, du hast ja die ersten 3 Spiele und auch in der Vorbereitung viel mit Marton Dardai und Clemens auf der 6 gespielt. Und man sagt ja immer, wenn du keinen richtigen Top-6er hast, dass du viel mit diesen Verlagerungsszenarien arbeiten musst. Und es war dann ganz interessant zu beobachten, die ersten 3 Spiele bei der Hertha. So, das erste Spiel war noch,
Da haben die gegnerischen Trainer, haben wir gerade eben auch drüber gesprochen, in der PK mal gesagt, ja, die Hertha hat schon noch individuelle Qualitäten. Also das heißt ja, du hast auch ganz schön gesagt, das heißt eigentlich immer, die wissen überhaupt nicht, wie sie Fußball spielen sollen, aber du musst halt mal gucken, wie es funktioniert. Und wenn du keinen Sechser hast, musst du halt viel mit diesen Verlagerungsszenarien arbeiten, dass du schnell von beinahe auf die ballferne Seite kommst, RV zu linker Flügel, whatever, ist ja scheißegal. Aber selbst das hat ja bei der Hertha nicht funktioniert, weil die Trainer dann sukzessive vom Gegner das Pressing einfach erhöht haben. Und das hat dann so gegipfelt mit dem Hamburg-Spiel, wo die vorne ja, ich glaube, es waren 4-1, 4-1 angelaufen sind und vorne eigentlich Mann gegen Mann zugestellt haben. Und der Spielaufbau schon so unter Druck war, dass du dich nie lösen konntest, weil es halt einfach so saustatisch war. Du bist nicht mehr in die Verlagerung reingekommen und du sagst dann ganz gut, dann hast du halt linker Flügel breit, rechter Flügel breit, aber die Wege sind so lang gewesen, dass einfach nichts funktioniert hat. Und was ich krass finde, du hättest dir, und das ist der einzige Fehler bis jetzt, muss ich sagen, den ich Paldada da echt ankreiden muss, eigentlich vom reinen Spielsystem her war die Vorbereitung verschenkt. Also hättest du dir die 6 Wochen noch sparen können. Ja, ist auch die Frage eigentlich. Das Interessante war, aber was ja auch gut war an der Stelle dann, dass er es eingelenkt hat. Ich glaube, kurz danach hat er dann, ich weiß gar nicht mehr, ob es nach dem Fürth-Spiel war, ich glaube, er hat es nach dem Fürth-Spiel dann gesagt, wo wir dann 5-0 gewonnen hatten, da hat er dann gesagt, seine Wunschvorstellung ist ein dynamisches Positionsspiel, wo viel rotiert wird, wo man sich eben nicht, was wir die ganze Zeit gesehen haben, genau an dieser Taktiktafelposition, Grundformation festhält, sondern dass das eben dynamisch ist. Ja. Und dann dachte man so, ja, aber irgendwie, warum spielen wir es denn dann? Aber es war tatsächlich ja dann was, was tatsächlich einstudiert wurde, was natürlich auch extrem uns geholfen hat, dass die Außenverteidiger dahingehend auch verpflichtet wurden. Ne? Also sowohl Duziak, der ja dann früher da war, als auch Karbovnik, da hat man ja gleich gesehen, die leben ja dieses dynamische Positionsspiel. Und das hat natürlich gerade im Spielaufbau uns total viel gebracht, auch für den nächsten Schritt. Und jetzt muss man sagen, davon profitiert das ganze Spielsystem. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben auch jetzt Spiele glücklich gewonnen, das will ich gar nicht sagen, die hätten wir die letzten Jahre auch immer verloren. Wenn wir jetzt von Kiel reden, wenn wir von Schalke reden, so ein Spiel kannst du auch noch am Ende, kann auch noch am Ende kippen. Bei dem Schalke-Spiel, ich glaube, das muss man aber ein bisschen einordnen, weil das Schalke-Spiel läuft ja eigentlich 65 Minuten top. Also das ist so eine der Dinge, die Hertha, glaube ich, auch perspektivisch noch lernen muss, Spiele konstant zu Ende zu bringen. Weil du siehst dann ab einer gewissen Minute so einen Bruch im Spiel, wo die Spieler unkonzentrierter werden, wo das nicht mehr so im Flow dann drin ist. Aber ich habe auf Schalke selten eine Mannschaft gesehen, die Atmosphäre und den Gegner so gut runterspielt, wie die Hertha eigentlich auf Schalke. Und das auch mit dem, das ist auch dem Aufbauspiel und diesem kontrollierten Positionsspiel geschuldet. Ja, das sind, finde ich, zwei Komponenten auch. Einerseits waren wir natürlich auch eiskalt vom Tor, so richtig viel Spielerisches gab es trotzdem nicht, aber es war im Vergleich zu Schalke halt wirklich deutlich dynamischer und die haben auch im Spiel Dinge geändert. Also du kannst ja, wollte ich ja sowieso mal gerne mit dir drüber sprechen, wenn wir von diesem Dreieraufbau sprechen und davor die Raute, die jetzt gespielt wird, also weg eigentlich vom 4-2-3-1, auch wenn es in der Grundformation so aussieht, ist ja Marton meistens deutlich höher positioniert, so ein bisschen halb links, ne, in der Raute. Und dann hatten wir meistens Buchalakis ein bisschen tiefer als Spielaufbau. Und als wir dann gesehen haben, ja gut, aber darauf hat sich Schalke schon eingestellt, dann hat eben Kenny mal diese Position übernommen, sodass Buchalakis dann dafür ein bisschen höher schieben konnte. Und das hat ja Schalke schon total verwirrt, weil dann war die ganze linke Seite offen, weil das Anlaufverhalten nicht mehr gestimmt hat. Und das war ja auch was du gesagt hast, wo ist denn da mal das Ingame-Coaching oder auch die Intelligenz von der Mannschaft mal den Plan B auszupacken und nicht immer nur, das ist ja cool, dass wir das jetzt machen, aber wenn der Gegner es genauso weiß, dann muss ich auch mal im Spiel was anpassen. Und das hat mir zum Beispiel auch gut gefallen von der Entwicklung her. Voll, und ich mag, dass Paldadei diese Struktur auch gegnerabhängig ein bisschen umstellt, weil Hertha kann mittlerweile 3-Raute-3, Hertha kann aber auch 2-3-2-3, also mit so einer Box im Mittelfeld, die können 3-2-Aufbau, je nach Spielphase, wo sich der Sechser aufhält, dass die Innenverteidiger dann mal breiter stehen und. Und das ist halt, glaube ich, der große Trumpf, dass du nicht festgefahren bist in deiner Formation. Das ist ja dieses dynamische Positionsspiel und einfach in der Grundformation, nehmen wir jetzt wieder 3-Raute-3, einfach immer nur dieses System auffüllst mit Spielern, dass du immer Positionswechsel drin hast, weil dadurch passiert ja Folgendes, wenn zum Beispiel Kenny reingeht und irgendwer anders geht dafür in die Breite, ziehst du ja einen Spieler automatisch mit raus und es geht halt der Raum auf
direkt zum Tor, weil es ist ja häufig so, wenn du es aus der Position rausspielst und du stehst mit dem Rücken zum Tor, zum gegnerischen Tor, dass du dich entscheiden musst, als ballführender Spieler, drehe ich links oder rechts auf, und meistens ist der offene Raum halt die Auslinie, also nicht zum gegnerischen Tor hin. Und durch diese Positionswechsel öffnest du halt den zentralen Raum und hast diese paar Sekunden Zeit, um damit Tempo reinzustarten. Und das finde ich halt bei Hertha geil, dass es das mittlerweile gibt und dass du so flexibel in der Struktur bist. Und ich hätte mir das halt von Beginn an gewünscht, weil, habe ich dir auch schon gesagt, dann verlierst du vielleicht in Hamburg 7-4. Mhm. Schießt aber 4 Tore und hast dann aber auch wieder ein anderes Fundament, dass du dann einfach mit individueller Qualität immer wieder bespielst und auffüllst und. Und dann greift es auch schneller. Und ich glaube, hättest du das von Anfang an gemacht, dann hättest du auch nicht mehr so häufig die Phasen drin, dass du ab der 60. abbaust. Ich glaube aber, da spielt auch ganz viel neben den ganzen taktischen Aspekten die Psyche eine Rolle, weil wir haben jetzt zwar die Mannschaft fast komplett ausgetauscht, aber es ist immer noch eine, so wie sie steht, junge Mannschaft, also die noch nicht lange zusammenspielt. Und ich glaube, also was heißt ich glaube, das bin ich mir sicher, im Profifußball ist ganz, ganz viel Kopfsache. Das siehst du bei Stürmern, die auf einmal, wo auf einmal alles geht und zeitweise gar nichts geht. Da ist ganz, ganz viel Kopfsache. Wie viel Selbstvertrauen habe ich in den Aktionen? Wie viel oder wie viel spiele ich lieber auf Sicherheit, was dann halt einfach nicht funktioniert? Und ich glaube, wenn du dann so eine Spiele gewinnst, wie jetzt zum Beispiel das Spiel in Kiel und auch gegen Schalke, dass das auch nochmal einen richtigen Push für eine Mannschaft gibt. Weil warum lässt man sich dann so fallen? Ja, weil man Angst hat, zu viele Räume zu bieten, dass sie einen Anschlusstreffer machen. Aber es sorgt eigentlich genau dafür, dass es dazu kommt. Weil wenn du weiter nach vorne spielst, in diesem einfachen Satz, Angriff ist die beste Verteidigung, dann gibst du Schalke gar nicht dieses Selbstvertrauen, dass sie das wieder aufbauen können. Das ist ja, das ist ja halt diese Null-Fehler-Kultur, die im deutschen Fußball vorherrscht. Ne? Die wird ja von Verantwortlichen vorgelebt und auch an der Mannschaft weitergetragen. Und du musst als Trainer oder du bist als Trainer ultra abhängig davon, dass dein Team Erfolgserlebnisse hat. Alex Zorninger hat das mal ganz geil erklärt, dass er bei Brøndby so eine Anstoßvariante gespielt hat, wo die einen Ball zurückgespielt haben, lang vorne reingeschlagen und dann mit so vielen Leuten eine Seite verdichtet haben, dass sie dann darüber zum Torerfolg kommen sollten. Und die Spieler haben immer gesagt, so, ey, warum macht der Trainer das? Wir kriegen direkt den Rebound und der fliegt uns um die Ohren. Und im ersten Spiel, wo sie es gemacht haben, haben die irgendwie nach 15 Sekunden direkt damit ein Tor geschossen. Und das war halt so dieser positive Effekt für die Mannschaft, dass sie es dann immer wieder gemacht haben und dann auch intensiver nachgerückt sind. Also das ist halt wichtig, dass du diese Momente drin hast. Aber die Frage ist ja, wie erzeugst du diese Momente? Ich glaube, du hättest diese positiven Momente erzeugt, indem du vielleicht 4 Tore schießt. Vielleicht kriegst du dann auch 7. Aber du hast in diesen Abläufen vielleicht auch fürs Mindset den ein oder anderen positiven Aspekt mehr, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, die ersten 3 Spiele und auch schon in der Vorbereitung gab es ja wenig Ansätze, wo ich gesagt habe, boah, also wenn du das in der Liga spielst, dann klappt das richtig gut, sondern eher andersrum, und dann hätte ich den Weg eigentlich quasi umgekehrt eher eingeschlagen. Also da hätten wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen länger schon das Eingespielte, aber ich glaube, dass uns diese Ergebnisse helfen, in Zukunft dann auch mal ein 2-0 eben sicherer runterzuspielen, weil wir dann wissen, ey, guck mal, das hat jetzt bei uns die letzten Male geklappt, warum sollen wir uns jetzt zurückziehen? Wir machen jetzt erstmal weiter und gehen vielleicht aufs dritte Tor, weil dann ist ja der Drops meistens wirklich gelutscht jetzt, bei einem dritten Tor. Was man aber auch sagen muss, es ist manchmal auch durch individuelle Positionswechsel, also Seevolk musste ja dann irgendwann wirklich mal raus, auch wenn er es nicht einsehen konnte. Wie fandest du denn den Taktikkniff eigentlich, weil du hast ja auch erst gelacht, ich musste ja auch erst lachen, Seevolk auf dem rechten Flügel, aber diese Kombination mit Kenny, gerade in so einem Spiel natürlich, wo wir wussten, Ovejan ist eigentlich, das ist deren Spieltaktik. Ja, Ovejan, Halbfeldflanken oder Standards. Ja. Das schon im Keim zu ersticken mit so einem Seevolk vorne, man weiß natürlich, ne, wenn der einen Ballgewinn hat, dann ja, wäre es besser, Riese hätte gerade den Ball im Ballbesitz, aber das ist ja ein Spieler, der nervt dich einfach. Findest du, ich finde ja für die zweite Liga gegnerabhängig, ne? Absolut gegnerabhängig, aber für so Spiele, wo du auch weißt, die linke Außenbahn ist die starke Außenbahn, einfach mal ein Seevolk da reinzusetzen, um die Angriffe im Keim zu erstecken und auch einfach diese Spieler zu nerven, weil das nervt dich ja, so ein Spieler, ist eigentlich nicht so verkehrt. Weil auch das hat nämlich dafür gesorgt, dass wir auf Schalke sie zurückkommen lassen haben, weil Derry Sherrand, der sicherlich kein schlechter Spieler ist, auch einen Pfostenschuss hatte, aber eben nicht diese Intensität beim Anlaufen hat. Ja, und das ist ein Punkt, den ich sau interessant finde, weil du halt A, hohe Ballgewinne hast und vor allen Dingen auch den tiefen Raum besser absichern kannst. Also
Seefuig ist kein guter Spieler darin anzulaufen, aber der beläuft den Raum im Rücken halt mit einer sehr hohen, in seinem Rücken mit einer sehr hohen Dynamik dann halt wieder. Und das war schon clever tatsächlich, dass du das Spiel dann da sofort unterbrichst vom Gegner und dass du gar nicht diese Halbfeldflanken zulässt, sondern... Es kommt gar nicht erst dazu. Es kommt nicht dazu und ich hebe ja auch die Hand, ich finde den Spieler mittlerweile ultra geil. Ja. Also es ist für mich, auch bei dem Schalke-Spiel, es war einfach Comedy, wenn ich dem zusehe. Es ist so geil, wie der in Kopfballduelle reinfliegt, wie der die Zweikämpfe führt. Das ist so... Es gibt diese Spielertypen einfach nicht mehr so oft, gepaart mit seinen Schienbeinschonern, die einfach die non-existent sind eigentlich. Aber der Typ führt Zweikämpfe ohne Rücksicht auf Verluste und auch ohne Rücksicht auf einen eigenen Schienbeinbruch. Und es ist schon geil zu sehen. Du musst es halt, Spaß beiseite, du musst natürlich schaffen, wenn er einen Ballgewinn hat, eine möglichst ballnahe Anspielstation sofort zu schaffen. Also, dass du gegen den Ball die Aktion im Ballbesitz sofort vorbereitest, dass der halt keine 15 Meter Pässe spielen muss unter Druck im Best Case, sondern immer zwei Anspielstationen. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, was mich noch stört. Ich verstehe, warum Pal Dardai so macht, aber ich glaube auch, er hat schon gesagt, dass sie im Trainerteam da immer so ein bisschen im Clinch sind. Ich will den Zehner da sehen. Ja, also ich war mit diesem Previak-Ding auch nicht ganz so zufrieden, weil dir teilweise im Spielaufbau die Zehner, also der zentrale Raum und auch so ein bisschen, also ein Halbraum geht dir immer so ein bisschen abhanden, weil er entweder viel zu hoch stand oder zu tief. Das ist halt diese Orientierung im Raum. Ich weiß ja, ich bin ja ein großer Verfechter davon, Benze Dardai da einfach spielen zu lassen. Ich weiß, dass das in Berlin nicht so einfach ist und das liegt nicht am Team oder am Pal Dardai, sondern primär auch an den Medien, glaube ich, die das nicht so geil finden, wenn, ich glaube, der Begriff ist Verbotentrainer so. Ne? Ja, den darf man nicht sagen, den musst du umschreiben. Ja, ich kann ihn nicht umschreiben, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist einer der Gründe, warum er nicht von Anfang an spielt, weil ich ihn vom Talent her würde ich ihn so in diese Uedraogo-Fraktion mit reinpacken und Can Uzun. Würde ich ihn schon lieber sehen. Du merkst halt, dass Pal Dardai tatsächlich fehlt. Ja. Einfach in dieser Achterrolle, die er auch spielen kann, Achter-Zehner-Rolle. Aber das ist halt vielleicht auch eine Position, das wäre die einzige Position, wo ich bei Hertha sage, da müsstest du im Winter, wenn Geld über ist, nochmal vielleicht jemanden holen, der sich mit dieser Herausfordererrolle zufrieden gibt, so eine Backup-Rolle. Aber du darfst Ibo Masa nicht vergessen. Ah ja, stimmt, der kommt auch noch wieder. Ne? Ja. Also wenn er, ich hoffe, dass das alles toi toi toi, dass das alles gut bei ihm verläuft und dass er wiederkommt, weil das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, aber das stört mich im Moment noch ein bisschen. Ich verstehe auch Pal. Ne? Im Endeffekt gibt es ihm auch recht. Ich weiß ja nicht, wer im Trainerteam sich durchsetzt. Ich denke mal er und dass die Co-Trainer sagen, ich würde gerne einen Zehner haben. Und er dann sagt, nee, wir machen das mit Previak. Mhm. Ich verstehe es auch, weil Previak ist, hast du ja gegen Schalke dann auch gesehen oder in seinen anderen Situationen, der hat schon diesen Torinstinkt. Mhm. Das war jetzt war auch schlecht verteidigt von Schalke, das 1-0, aber es ist auch dieser Stürmerinstinkt, dann mit dem Bein dazwischen zu spritzen quasi. Das hat dann vielleicht der Zehner nicht zwangsläufig, aber das hast du ganz oft gesehen, musst du auch immer auf den Gegner drauf achten. Schalke ist halt ein Gegner, der im Zentrum auch mega die Räume anbietet. Und wenn du dann schon diesen Spielaufbau hast, wo du gesagt hast, da bildet sich dann automatisch, unter anderem durch die Flexibilität oder den Dreieraufbau im Zentrum Raum. Und er ist nun mal sein Leben lang Neuner gewesen oder Neuneinhalber, dann ist er immer am falschen Ort gerade. Ich glaube, voll, 100%. Das ist auch gar nichts gegen Previak, ne? Nee, ach Quatsch, das ist überhaupt nichts gegen Previak. Ich glaube auch, einer der Gründe, warum er spielt, ist, dass du im 4-4-2 relativ flach anlaufen kannst. Mhm. Also, dass du das Gegenpressing oder Pressing gut vorbereitest in den Momenten, wo du keine Kontrolle übers Spiel hast. Das hatten wir übel häufig, zum Beispiel noch mit Marco Richter, um nochmal auf die Vorbereitung zurückzukommen, wo der teilweise vor dem Stürmer angelaufen ist oder viel zu tief stand und dann der Raum aufgegangen ist. Und das hast du halt mit Previak Tabakovic nicht, weil die einfach ein anderes Verständnis im Positionsspiel haben, gegen den Ball auch. Und deswegen kann ich das verstehen, das ist halt ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert einfach. Also gegen Ball und mit Ball. Weil er hat ja auch immer Doppelspitze gespielt, Previak. Ja. Und auch Tabakovic viel in seiner Karriere. Und das kriegst du natürlich auch so schnell nicht raus. Mhm. Und diese, man spricht ja viel über das Taktische. Und wir haben ja auch schon mal gesagt, ne? Ja. Das Wichtige ist ja auch bei den Spielern, nicht alle haben da immer so das größte Verständnis für vom Intellekt. Nee. Viel ist ja wirklich auch Gefühl. Nee, voll. Und jemand, der sein Leben lang eben diese Zehnerrolle innehatte, dem brauchst du das gar nicht erzählen. Der steht immer richtig anspielbereit in den gewissen Situationen. Das kennst du ja, wenn du selber Fußball spielst, wenn man ein bisschen Ahnung von Fußball hat, dann bewegst du dich unbewusst oft in Räume, wo es jetzt Sinn macht. Mhm. Und du bist zwar polyvalent auch als Spieler heutzutage,
Aber du hast immer so eine Position, wo du das am besten von der Intuition her kannst, weil du es dein Leben lang schon gemacht hast irgendwie. Voll. Und es geht dann auch um die Momente, in welchen Räumen ich mich bewege. Das ist, glaube ich, so der springende Punkt, weil ein Benzedaler hat zum Beispiel ein anderes Gefühl für einen offenen Raum nochmal. Das ist ja, wenn ich jetzt so den Vergleich Flo Wirtz ziehe, das ist halt ein Spieler, der auch auf ultra engem Raum immer Platz findet, immer den offenen Raum findet. Und das hast du halt bei Previat nicht, weil das ja, also der ist technisch gut, aber der war auch immer ein typischer Steil-Klatsch-Spieler neben dem Wandspieler vorne drin und keiner, der irgendwie sich die ganze Zeit im offenen Raum bewegt, sondern um den Zielspieler herumspielt. Also es gibt Pro- und Kontra-Argumente. Ich glaube, aktuell wärst du ganz gut beraten mit einem klaren Zehner da drin, der vor allen Dingen im Mittelfeld, in diesem, in der Raute oder flache Dreierreihe, whatever, ist ja scheißegal, der sich da polyvalent bewegt und nicht vorne immer pendelt zwischen letzte Linie und Achter-Zehner-Raum, sondern auch mal tiefe Sechs und Breite und whatever. Ne? Was würdest du, Marton ist ja quasi, wir spielen ja keine Doppel-Sechs mehr. Es ist sowieso schwer, das immer so zu definieren, was ist die Grundformation, aber Marton ist ja schon der höher anlaufende, der auch höher positionierte, meist im Vergleich zu Buchalakis. Also der ist ja ein bisschen höher. Wer ist denn, wir brauchen da auf jeden Fall vielleicht ein bisschen mehr Tempo auch. Ne? Wir haben jetzt zwei Spielertypen, die ähnliche Dinge eigentlich ganz gut können. Also sie sind, wenn sie stabil spielen, ich finde, Buchalakis hat eigentlich auch, das wird sich dann mit der Zeit noch zeigen, gute lange Bälle. Das hat Marton Dardai auch, der spielt dann die Bälle, das nicht viele können, diese Diagonalbälle in die Tiefe. Aber die sind sich mir meiner Meinung nach ein bisschen zu ähnlich. Ich habe es eigentlich immer gerne, wenn du ein bisschen unterschiedliche Typen hast. Deswegen haben auch viele schon gesagt, Clemens wäre nochmal ein anderer Typ auch. Aber noch mehr ein anderer Typ wäre zum Beispiel auch ein Karbovnik vielleicht, der viel mehr Offensivdrang mit reinbringt. Und wo ich mir auch mal vorstellen könnte, dass er mit dem Ball am Fuß einfach mal durch eine Kette durchgeht. Das ist ja das große Problem, warum, also Hertha ist ja auch auf diese Raute im Mittelfeld angewiesen, weil du in deinem ganzen Kader nur nominelle Sechser hast, die viel mit dem Rücken zum gegnerischen Tor spielen. Das hatten wir auch mal im Stream mit Flo das Thema, dass du keinen progressiven Ballträger hast. Eigentlich wie Serdar zum Beispiel. Ja, genau, Serdar. Oder ich glaube, dass halt Bilal Hüseyin in die Rolle reinwachsen kann. Der braucht auch natürlich noch ein bisschen Zeit. Aber das ist das große Problem von Dardai, Buchalakis, dass die beide tendenziell eher so Klatschspieler sind oder sehr horizontale Spieler sind. Und bei Marton Dardai ist ja seit Jahren das große Problem auch mit der Entscheidungsfindung. Das ist mir in der Vorbereitung so krass aufgefallen, dass der voll das beschissene Timing hat, für wann spiele ich einen langen diagonalen Ball und wann lasse ich den Ball mal in der Kette laufen. Wobei das am Anfang seiner Karriere eigentlich auch mal seine Stärke war. Aber da hat das System vielleicht auch schon mehr gefruchtet. Vielleicht brauchst du da auch wirklich, dass jeder jeden Ablauf kennt, damit du besser in der Entscheidungsfindung wirst bei sowas, oder? Wahrscheinlich schon. Also ich tue mir bei Marton Dardai immer ein bisschen schwer, weil ich noch nicht so, ich glaube, er hat selber auch noch nicht so richtig seine Position gefunden in seiner Karriere, wo er eigentlich wirklich am stärksten ist. Weil ich finde, dass er sowohl als tiefer Sechser, Achter, Innenverteidiger hat viel zu schlechte Tiefenabsicherung. Also den kannst du halt leicht überspielen, weil er halt auch manchmal ein bisschen wild aus der Position rausläuft. Das ist mir in der Bundesliga ist mir so oft aufgefallen, wo es ja nochmal in einer anderen Frequenz bestraft wird. Und ich hatte ihn mal, in meinem Kopf hatte ich ihn sogar mal als so inversen Linksverteidiger tatsächlich. So wie Stenzel also auf der rechten Seite bei Stuttgart macht oder wie Stones bei City. Bei City, ja, weil du, wenn er außen verteidigt, hast du immer noch einen im Rücken, der dich absichern kann. Und wenn du aus dem Zentrum raus verteidigst, öffnest du halt sehr torgefährliche Räume. Und da habe ich immer so bei ihm ein bisschen meine Bauchschmerzen mit. Und deswegen wäre es clever von der Hertha, wenn sie jetzt Step by Step Bilal Hüseyin immer mehr integrieren, weil ich sehe Buchalakis als Stammspieler. Ja. Ich sehe eigentlich perspektivisch auch Bilal Hüseyin als Stammspieler. Karbovnik kann die Position. Palko Dardai kommt wieder zurück. Ist auch witzig, dass wir irgendwann mal über das ZM als die große Baustelle gesprochen haben. Du bist so, hast voll viel Optionen jetzt. Und ich sehe seinen Platz nicht richtig in diesem System mit Ball und gegen den Ball. Ich sehe ihn in der Zukunft nicht so richtig, wo Marton Dardai spielen soll. Wo siehst du Karbovnik am ehesten? Also ich muss sagen, das kann sich natürlich entwickeln, aber Rechtsverteidiger fand ich ihn bisher am deutlich schwächer. Obwohl er ja Rechtsfuß ist, aber bei seinem Spielstil braucht er dann eigentlich eher den starken Linken, so wie er rechts spielt. Links hat er mir deutlich besser gefallen. Ich sehe aber immer wieder weiterhin, dass er
auch Probleme so hat mit der Tiefenabsicherung. Ja, ja, voll. Und deswegen, ich glaube, seine kompletten Stärken könnte er tatsächlich wirklich eher auf einer spielerischen 6, wenn er Bouralakis als Absicherung hat. Mhm. Vielleicht könnte er, also weiß man immer nicht, muss man dann sehen, aber könnte mir vorstellen, dass er da das viel besser ausleben kann. Also ich, was ich halt mag, wenn er Linksverteidiger spielt, ist das Element, dass er nicht mit dem Ball aktuell reindribbelt, also verkappter Spielmacher, sondern dass er sich in den Raum reinbewegt und dann angespielt wird, weil er dann, das ist ja das, was wir in der Vorbereitung immer gesagt haben, mit diesen Inverted Fullbacks, den Außenverteidigern im Zentrum, aus dem Achterhalbraum in die Tiefe kommen. Also da sehe ich Kabovniks Stärke schon und die Frage ist halt immer, mit welcher Dynamik willst du ihn da reinbringen? Willst du die Dynamik mit dem Ball direkt oder willst du ihn ohne Ball da reinbewegen lassen und dann die Dynamik mitzunehmen? Aber ich sehe ihn auch im Ballbesitz auf jeden Fall auf dieser Achterhalbraumposition und Linksverteidiger kann er schon, wenn halt Kempf oder Leistner da spielen, dass er nicht immer diesen tiefen Raum covern muss. Und es ist halt auch gegnerabhängig, wie schaltet der Gegner um, wie laufen die an. Und es gibt da auch so ein paar Pro- und Contra-Faktoren bei ihm. Aber ich sehe, also ich glaube einfach, dass du ihn nicht auf der reinen 8 brauchst, weil du da nominell eigentlich ganz gut besetzt bist. Aber er ist eigentlich krass, weil ich hatte immer das Gefühl, als er bei Düsseldorf war, das hatte ich auch mal vor der Saison dann gesagt, als wir ihn verpflichtet haben, er ist noch ein bisschen anders als Duziak. Duziak zieht fast häufig noch früher ins Zentrum und eher häufig im letzten Drittel, also sehr offensiv. Mhm. Und das, man sieht, unter Paldadei versucht er es so wie Duziak dann zu machen, aber du siehst ihn ganz oft, dass er eigentlich die Breite hält und dann erst im letzten Drittel reingeht. Deswegen oder wenn er in der zweiten Linie im Mittelfeld schon einschiebt, dann schiebt er sehr hoch im Halbraum. Also es ist mir gegen Schalke auch aufgefallen, dass er aus diesem Achterhalbraum übel oft einfach dann schon quasi in so einem Zehnerraum eingestand. Und ich glaube, das ist auch was, der ist ja noch sehr jung, was auch er noch lernen muss, wo ist dann meine Positionsdisziplin, in Anführungszeichen, in diesem Fluid-System. Aber ich mag halt einfach diesen Aspekt von Dynamik erst mitnehmen, wenn ich in den Raum eingelaufen bin. Deswegen würde ich es tatsächlich auch so weiterspielen mit ihm als Linksverteidiger. Und du musst halt gucken, dass du irgendwo die Balance findest. Ne? Also wer verteidigt dann rechts und dass du... Du kannst ja dann nochmal aus einer 3-2-Absicherung spielen, dass er als tiefer Sechser quasi verteidigt, ne, neben Bouchalakis und du aus einer Dreierkette hinten herausschiebst. Also es gibt schon ein paar Varianten, die du spielen könntest. Duziak haben wir dann aber auch noch, wenn der wieder fit ist. Oh, scheiße, stimmt. Ne? Also dann könnte man auch überlegen, das war, hat ja irgendwie noch keiner probiert. Ich bin da irgendwie, ich plädiere ja immer dafür. Duziak halt. Der hat mir auch gefallen, fast schon besser als Kabovnik auf die Dauer gesehen, weil Kabovnik hatte zwei richtig gute Spiele, aber Duziak hat mir eigentlich nie richtig schlecht ausgesehen. Der war konstant gut tatsächlich. Also. Aber vielleicht ist der sogar besser auf der Linksverteidigerposition, deswegen vielleicht Kabovnik ins Mittelfeld, aber ich hätte überhaupt kein Problem damit, Duziak, egal wo, ins Mittelfeld, auf die 10, auf die spielerische 6, auf die 8, hätte ich irgendwie bei keiner Position Bauchschmerzen bei ihm. Und ich weiß, was ich geil finde, dass du in den Spielen, wo du erwartest, dass du mehr Ballbesitz hast, dann machen sie ja häufig diesen 2-3 oder 3-2-Aufbau, dass die beide Außenverteidiger einschieben und je nachdem, wo der Sechser sich bewegt, ist die dann zentraler zusammenrücken und du kriegst dann halt voll die spielerische Komponente noch mit rein. Ich glaube, dass du, das ist ja das Geile an dem Kader, dass der qualitativ und quantitativ nach dem Transferfenster so aufgestellt wurde, dass du viele Optionen hast einfach auch und auf den Gegner reagieren kannst. Und das muss sich einfach konstant einpendeln, würde ich sagen. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt mal so einen Ausblick machen, zweite Liga, wen findest du de facto jetzt besser und wo könnte Hertha am Ende landen? Was würdest du sagen? Also, glaube ich, ganz klar ist, dass St. Pauli derzeit die spielerisch beste Mannschaft ist. Da gibt es keine Diskussion. Sogar fast, also auch auf erste Liga bezogen. Es gibt wenig, es gibt fast kein Team, was in der ersten Liga so eine gute Spielanlage hat wie Pauli. Ich würde halt noch sagen, dass der HSV trotzdem noch ein bisschen gefestigter ist, auch wenn sie jetzt gegen die Absteiger, gegen die kleinen Teams, nicht ganz so gut ausgesehen haben. Und ich glaube, bei der Hertha kommt jetzt echt darauf an, wie konstant du performst. Also du darfst dir, das ist ja so der Key-Punkt in der zweiten Liga, dass du dir nicht viele Ausrutscher erlauben darfst. Und das Gute ist ja, dass die Teams, die jetzt oben stehen vermeintlich, egal ob das 96 ist, der HSV, egal, Düsseldorf, die punkten alle nicht konstant. Also wenn du es mal schaffst, aus diesen, wie viele Spiele jetzt umgeschlagen? 3? Wir sind ja 2 Spiele ungeschlagen, aber wir haben aus den letzten 4 Spielen 3 Siege geholt und aus den letzten 6 Spielen 4 Siege. Ja, siehst du, also du musst es halt jetzt schaffen, so eine Serie im Best Case zu starten, dass du wirklich mal
sechs, sieben, acht Spiele hintereinander gewinnst, weil dann kommst du in die Situation, dass du wirklich so an Platz 3, 4 kratzt und dann ist der Weg halt kein weiter mehr. Ich glaube, dadurch, dass die alle so unkonstant sind, außer St. Pauli bisher, dass du sogar, wenn du, sagen wir mal, nur 6 Spiele ungeschlagen bist, dass du dann ganz oben bist. Weil voll. Weil die alle immer wieder stolpern. Auch Düsseldorf, die ja ihren Kader sogar nochmal echt verstärkt haben, auch die haben ja dann Probleme gegen Osnabrück, das komplett durchzuziehen. Hannover immer wieder, wobei da muss man auch sagen, war auch der Schiedsrichter im Spiel gegen Kaiserslautern. Nicht so dankbar. Nee, war aber nicht. Auch die werden zum Beispiel, glaube ich, noch einbrechen tatsächlich. Also Kaiserslautern? Ja. Ich habe die auf Platz 15 getippt. Shame on me. Also ich hatte 2 Scheiß-Tags, Lautern, Stuttgart. Obwohl man es bei Lautern, es war so null absehbar einfach. Ja, aber ich wusste auch nicht, dass Ache da so einschlägt. Und dann haben die noch diesen Opoku. Kennst du? Ey, der nach seinen Einwechslungen, nach dieser Einwechslung, was das für eine Leistung war, auch dass dieser Tetschi da so funktioniert. Der ist ja nun wirklich kein guter Abschlussspieler, aber diese Kombination mit Ache, hättest du mir vor der Saison gesagt, Terence Boyd spielt gar keine Rolle mehr, weil Ache und Tachi spielen, wie auch immer man den ausspricht. Ich gesagt, naja, das will ich erst mal sehen. Ich finde es halt krass, dass auch das Umfeld Lautern, weil da sind wir ja wieder bei diesem Punkt, wie komme ich in den Flow und welchen mentalen Aspekt habe ich. Ich glaube, es hätte bei Lautern auch schnell kippen können, wenn die Saison schlecht angelaufen wäre. Also wenn du nach dem Schalke-Spiel in so eine Negativspirale reinkommst, aber Dirk Schuster, man kann von ihm halten, was man will, der kommt in den Kopf der Spieler rein. Ja. Ne? Und das ist halt das Krasse. Und die Heimspiele, ne? Ja, das ist halt das große Plus. Ich glaube aber, bin nach wie vor der festen Überzeugung, die werden das jetzt nicht über 34 Spieltage so konstant auf den Rasen bekommen. Und das ist halt das Gute, was die Hertha hat, dass dein Kader breit aufgestellt ist, dass du es schaffen kannst, ist absolut realistisch, auch mal 6, 7, 8 Spiele ungeschlagen und dann wirklich oben kratzt. Das war ja auch, als Schalke aufgestiegen ist in dem Jahr, als sie die letzten 7 Spiele da noch, oder 8 Spiele, ich weiß es gar nicht mehr, so über die Linie gedrückt haben. Davon kann Hertha halt in diesem Jahr auch krass profitieren und geht dann übrigens auch wieder weit vorgegriffen. Wenn du jetzt dieses Jahr hochgehst, gehst du mit einem ganz anderen Fundament in die Bundesliga. Aber auch da musst du dann extrem, finde ich, wir können ja trotzdem mal drüber reden, auch wenn es ganz, ganz weit weg ist und das darüber keiner von Hertha selber reden will. Aber wenn du hochgehen würdest, wäre es ein anderes Fundament. Wahrscheinlich auch spielerisch, wenn es jetzt so weitergeht mit der Entwicklung. Aber es gibt dann auch sicherlich wieder viel Arbeit für Benny Weber, weil es auch gewisse Positionen sind, die sind super für die zweite Liga. Mhm. Aber das funktioniert so nicht. Also ich rede nur mal von Seevolk. Der ist super. Aber der kriegt wirklich jedes Spiel dann eine Gelb-Rote, weil er einfach zu spät dann ist. Oder auch Previak, das ist für mich ein typischer Zweitligastürmer. Ja. Das ist ein Zweitligastürmer. Du hast so ein paar Positionen. Tabakovic kann Erste Liga. Ich glaube, Duziak kann Erste Liga. Kapovnik kann Erste Liga. Die IV kann Erste Liga. Bei Leistner müsste man auch gucken, weil er dann nochmal ein Jahr älter ist, der viel durch Körperkontakt regelt. Das klappt nicht gegen Sané. Aber das als Beispiel. 100%. Das Gute ist aber, dass du dann das System nur mit besseren Spielern auffüllen musst. Also du kommst ja nicht dahin, dass du wieder bei Null anfängst und sagst, ey, wir müssen was machen wir jetzt? Wir müssen die Spielidee ummodeln. Das war ja bei Schalke so krass. Du steigst auf, kriegst wieder einen neuen Impact, legst den Kader darauf aus, funktioniert nicht, bist wieder bei Null. Und das wäre halt bei der Hertha anders, weil du hast das Fundament, gehst dann Step by Step mit besseren Spielern wieder rein, hast jetzt auch durch die ein oder andere clevere Verpflichtung besseres Personal im Scouting und so dazu bekommen. Deswegen glaube ich, wäre ein Aufstieg für die Hertha, der würde nie zu früh kommen. Bei Schalke war es zum Beispiel, wenn man jetzt in der Retrospektive betrachtet, war es ein Jahr zu früh. Absolut, weil da ja, wie du schon gesagt hast, dann bei Kramer wusste man ja auch, er wird die Saison nicht zu Ende machen. Dann ging es wieder ein anderer Fußball los und dann war aber eigentlich das Problem schon wieder, dass der Trainer super war für einen Abstiegskampf, aber nicht super für einen Aufstiegskampf. Und das ist echt viel, was du so als Sportdirektor beachten musst. Ne? Ja, weil er muss ja auch planen für die zweite Liga. Da hast du dann ein anderes Problem, wo dir aber das Fundament wieder hilft. Weil wenn du nicht aufsteigst, dann kann es sein, dass ein Rehse weg ist. Vielleicht auch nicht, aber es kann sein, dass ein Tabakovic weg ist oder ein Karbovnik, was auch immer, weiß man nicht. Oder ein Talent, was abgegangen ist. Aber dann hast du halt dasselbe, was du gerade in der ersten Liga gesagt hast. Wir haben unsere Idee, die ziehen wir jetzt weiter durch, die sind weg, wir haben dafür Geld bekommen und jetzt suchen wir nach passendem Ersatz, den wir uns leisten können. Ja, und das ist dann halt der Trumpf, den die Hertha hätte. Das ist ja ähnlich wie beim HSV, wo du sagst, wenn die jetzt hochgehen mit dem Spielsystem, dann haben die einfach eine bessere Chance zu überleben in der Liga als zum Beispiel, also No Front gegen Lautern, aber die werden es halt mit so einem Spielsystem sauschwer haben in der ersten Liga. Aber was man auch nochmal dazu sagen muss, was ich noch dazu sagen wollte, wir wurden gerade von Nali unterbrochen, was ich noch dazu sagen wollte, ist, beim HSV ist es halt so,
Die haben dann aber auch den spätestens im zweiten Jahr dann mal aufzusteigen den Zeitpunkt verpasst. Bei Schalke war es vielleicht zu früh, aber wenn du zu lange in der zweiten Liga bist, dann wird es schwierig. Es sei denn, du hast halt auch noch das nötige Kleingeld, um immer mit den runterkommenden Mannschaften halt konkurrieren zu können. Wir können ja jetzt nochmal auf die, wenn wir über die Kader sprechen, individuell. Ich bleibe weiterhin dabei. Nach dem HSV hat individuell Hertha für mich den besten Kader. Und da ist St. Pauli irgendwo im Mittelfeld von der individuellen Besetzung. Aber Spielsystem, greifendes Spielsystem schlägt immer individuelle Klasse auf lange Sicht. Aber ich glaube halt, dass dieses Kaderfundament, was Benny Weber gebaut hat, müssen wir auch zum tausendsten Mal einen fetten Shoutout geben. Der Kader ist wirklich krass und zwar die undankbarste Aufgabe, die du hättest übernehmen können. Und der hat ein krasses Fundament gebaut. Und wenn du jetzt Step by Step das Spielsystem, wenn das mehr greift und du immer noch mehr in die Abläufe reinkommst, du das konstant über 90 Minuten spielen kannst, sehe ich schon die Option, dass die Hertha einfach dieses Jahr noch Zweiter werden kann. Ja, oder Dritter, wie ich vor der Saison getippt habe. Oh, Relegation, ich habe ja mittlerweile ein Hertha-Herz, muss ja ganz ehrlich sagen, und Relegation will ich dann auch nicht. Also da. Nee. Also, ja, es ist schwierig. Bei Schalke bin ich auch sehr gespannt, vielleicht machen wir dazu mal morgen ein Video, weil das ist natürlich ultra schwer von außen einzuschätzen. Mhm. Bei uns ist halt das Schöne, dass im Moment alles auch so im Einklang ist. Und da kann man dann auch mal danken. Ne? Du hast bis dahingehend schon einen Step weiter. Du hast jetzt einen Trainer, der hat alles beruhigt. Die Erwartungshaltung ist nicht, du musst jetzt aufsteigen. Das ist schon mal ein Riesenplus. Ja, ja. Und du hast eine Mannschaft, mit der man sich identifizieren kann und die auch untereinander nicht so wirkt, zumindest, als ob da übelste Grüppchen sind, sondern da kämpft der eine für den anderen, da können offen Sachen angesprochen werden, ist jetzt unser Bild von außen. Mhm. Was man ja bei Schalke zum Beispiel, da musst du ja bei Null anfangen. Da musst du ja erstmal hinkriegen, dass die alle so miteinander gehen. Ja. Und dann kannst du erst über das Spielsystem reden. Bei Schalke fängst du ja eher bei Minus an, weil die ja wirklich alle so krass gegeneinander arbeiten. Ist ja auch ein Vorteil. Ja, und vor allen Dingen, das darf man nicht unterschätzen, bei so Traditionsvereinen mit großer Fanbase, das Gespür von den Fans dann auch für die Situation, weil man darf vor dem Schalke-Spiel nicht vergessen, ich habe mich voll erschrocken, auch im Stream, als ich die Tabelle gesehen habe, es waren ja nur 2 Punkte. Ja. Und die Gefühlslage war aber eine ganz andere, weil natürlich A, die Erwartungshaltung bei der Hertha eine andere war, aber auch, weil das einfach, weil die Fans ein super Gespür dafür hatten, was passiert auf dem Platz, also wo stehen wir gerade und wo kann die Reise perspektivisch hingehen und dass da keine Unzufriedenheit aufgekommen ist, sondern dass man jetzt erst recht sagt, Fundament passt, Kader passt, Stimmung um den Verein passt, dann supporten wir die Jungs jetzt auch. Genau. Auch wenn du gegen Pauli dann zu Recht verlierst, weil die einfach besser sind, aber das wird dann halt nicht mit Pfiffen bestraft, sondern eher mit positivem Applaus und Aufmuntern. Und das ist auch eine Qualität, die Hertha-Fans haben und deswegen Shoutout auch natürlich an jeden Einzelnen. Ja, safe. Und das ist nämlich echt cool, dass du es nochmal sagst, weil wir sind ja als Fans nicht alle so tief, aber man hat trotzdem das Gespür dafür und es ist ja manchmal auch falsch als Fans immer alles zu applaudieren, selbst wenn man sagt, was applaudiert man da noch, aber es war einfach so, St. Pauli, ja, da kann man immer noch sagen, warum spielt ihr nicht mutiger und so weiter, aber St. Pauli war einfach besser und die haben es gewürdigt und das hilft einer Mannschaft dann auch, die dann auf dem Platz steht und sagt, ey, wir waren wirklich einfach schlechter, taktisch schlechter, wir waren nicht so eingespielt, wir waren einfach schlechter, aber die Fans haben gesehen, wir haben trotzdem alles gemacht, was wir konnten. Ey, du wirst immer auf Teams treffen, die einfach besser sind als du. Du einfach, wo du, ganz ehrlich, ich bin zwar auch ein absoluter Nerd und so ein Taktikfreak, aber es gibt Spiele, wo du weißt, es geht taktisch nichts, aber die Truppe gibt halt alles dann in dem Moment. Ne? Und das kann man dann auch honorieren und sagen, ey Männer, heute ging gar nichts, ihr habt euch aber reingeworfen und sie haben sich ja auch gegen Pauli nochmal voll gegen diese Niederlage gewehrt. Ne? Also auch die letzten Minuten mit der Druckphase und so, die man dann da hatte. Und ey, das kannst du dann verzeihen. Es ist schlimmer, wie es bei Schalke ist, wo die Mannschaft in alle Einzelteile am 9. Spieltag zerfällt, wo du die Fans nicht mehr, die haben ja Support eingestellt, auch ich war bei Dimetime und da haben Sabri und Benji waren ja in der Kurve. Ja. Und die haben gesagt, da war null Stimmung bei Schalke. Was aber auch dann richtig ist in der Situation, weil da wird der Mund aufgemacht und so weiter und dann kommen aber keine Leistungen. Und das ist ja auch der Unterschied von Hertha dieses Jahr und Hertha letztes Jahr, weil man kann immer so sagen, ja, Fans, die haben doch gar keine Ahnung, wie komplex das ist, aber Fans haben anscheinend ein sehr gutes Gespür dafür, weil letztes Jahr, gut, da haben wir die auch echt viel unterstützt und so weiter, aber da war man dann auch wirklich sauer, weil da wäre mehr drin gewesen, wenn alle alles reinwerfen und wenn man die Potenziale abruft. Aber es wurde nicht von jedem individuell abgerufen. Da siehst du mal, was das für einen Unterschied macht, wenn du
Intensität nicht als Spielidee, Identität benutzt, sondern als Stilmittel, um Ballbesitz zu verteidigen und um Spiele dann als Add-on zu gewinnen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und wenn du dann da einen Step weiter gehst und eine taktische Basis noch drüber haust, dann bist du langfristig immer jetzt in der zweiten Liga ein Top-Team und hast auch ein anderes Fundament in der ersten Liga. Und deswegen Shoutout an alle, die das bei Hertha nach dem dritten Spieltag umgeplant haben. Es ist ja nicht nur Pal Dardai, da gehören Analysten mit dazu, da gehört auch der Sportdirektor dazu, der dann sagt, ey, so machen wir nicht weiter, ne? Sondern die haben schon die richtigen Schlüsse da draus gezogen und das ist eine Qualität, die im Gespür für die Situation mitbringen, für den Kader mitgebracht haben, für den aktuellen Stand im Kader, weil ich aus meiner Analyseperspektive, ich bewerte halt Woche für Woche für Woche und bin natürlich nicht so nah am Geschehen dran, wusste nicht, was der Plan ist und es ist dann schon krass zu sehen, dass auch Leute das ähnlich denken wie wir, weil viele Dinge, die wir in der Vorbereitung gesagt haben, Dreieraufbau oder vielleicht auch Dreierkette, Halbräume besetzt, drei Raute, das ist ja jetzt passiert. Also heute, nach 9 Spieltagen, kann ich sagen, alright, ihr habt viele Dinge umgesetzt, wo wir am Anfang der Saison gesagt haben. Du vor allem, aber ja. Ja, du hast aber auch sehr viel dazu beigetragen, wo wir gesagt haben, wenn das passiert, kann das echt funktionieren in der zweiten Liga und sie haben es umgesetzt und nicht nur wegen uns, sondern weil die auch clevere Leute sind, weil clevere Leute in ihren Reihen haben und so. Ja, und weil, wie du auch schon gesagt hast, Hand in Hand gearbeitet wird, was bei vielen Vereinen das große Problem ist oder bei vielen kleinen, auch in der Bundesliga, bei vielen Vereinen, zum Beispiel Freiburg, da arbeitet dann der Trainer gut zusammen mit dem, der den Kader zusammenstellt. Und das ist essentiell, weil der Sportdirektor, wie auch immer die Bezeichnung von dem ist, der kann zum einen langfristig den Trainer auch ein bisschen in eine Richtung drängen durch gewisse Verpflichtungen, ist ja so. Na ja, klar. Er kann aber auch mit ihm Hand in Hand arbeiten und der Trainer muss auch abgeholt werden. Und das hat Benny Weber auch schon öfter mal gesagt. Also, dass er eben nicht sagt, ich will das jetzt so, sondern er sagt, guck mal, ich stelle mir das so vor. Wie seht ihr das denn als Trainerteam? Was würdet ihr euch wünschen? Und dann versucht man da, dass alle in die gleiche Richtung wollen. Und es geht eben nicht. Da ist irgendein hoher Manager, der sagt, hier, das sind die Spieler, die du, mit denen arbeitest du jetzt Freddy mal. Bobic. Ja, vielleicht der. Sondern es muss alles immer Hand in Hand gehen. Und dann kann es langfristig eben auch gut werden. Und da werden vielleicht wird es ja auch gar nicht gut jetzt die Saison. Vielleicht wirst du Zehnter und du hast immer wieder diese Wellen. Aber für langfristigen Erfolg ist es wichtig, dass da Hand in Hand gearbeitet wird. Ja, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl bei Hertha. Und ich finde die Kombination auch geil aus Leuten, die sehr vereinsnah auch als Fans waren, jetzt in Entscheidungsträger sind. Und so kriegst du dieses Wir-Gefühl intern mit den Fans und mit den Mitarbeitern auch. Und deswegen ist es langfristig halt sinnvoll. Und die Hertha hat es natürlich auch geschafft, Leute, die sehr vereinsnah, fannah sind, mit Kompetenz einzustellen. Das kommt ja auch noch dann mit dazu. Das war die letzten Jahre auch nicht immer so. Und deswegen. Das war übrigens auch die größte Angst oder der größte Kritikpunkt häufig. Ja, was bringen mir die ganzen Herr Tana, die haben alle keine Expertise, aber wir haben ja vorher das Gegenteil probiert. Wir haben Leute, die überhaupt nichts mit Hertha zu tun haben, geholt, wegen ihrer Expertise. Was hat uns diese Expertise gebracht? Gar nichts. Ja. Und ob die Expertise dann wirklich immer so da ist, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird, das sind ja auch immer so Sachen. Ne? Dann schmücken sich häufig auch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, mit Entscheidungen, guck mal, den habe ich geholt, den habe ich geholt. Haben die den wirklich geholt oder haben die am Ende nur gesagt, ja, hol den mal? Ja, ja. Das ist klar, immer so die Frage. Ne? Und man hat ja auch das Gefühl, wenn man so ein bisschen was um die Hertha also intern mitbekommt, dass es auch in die Richtung so weitergeht. Also, dass man versucht, diesen Weg weiterzugehen, dass man das durchziehen möchte und dass man mit Kompetenz auffüllt und deswegen. Eine gute Ergänzung, es ist ein gutes Zusammenspiel. Yes. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War doch länger, als wir gedacht haben, aber wir reden halt gerne. Ja, und es war halt wieder freie Schnauze, ohne große Vorbereitung. Jetzt machen wir aus. Wir sind nämlich Donnerstag jetzt hier gerade. Ich glaube, ihr seht das am Sonntag und gehen in den Stream rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Supportet Benny gerne auch auf Twitter und Instagram, hat er ja auch. Und es wird noch viel kommen. Checkt auch gerne das Rondo TV ab, wo du jetzt auch regelmäßig streamst mit Flo, Uli und Yogi. Ich bin auch ab und an mal dabei. Findet ihr auf YouTube und auch auf Twitch. Und in diesem Sinne, hau he und ciao.